Hallo Freunde, ist das heiß draußen? Und ich war mal gerade mal meinen Hund wässern. Soziale Medien sind Fluch und Segen zugleich. Das ist wie wenn du im Fußballstadion bist, 50.000 und dann hast du 49.999 Trainer darunter. Und jeder weiß immer alles irgendwie besser, ob. Egal. Mein guter Freund Sascha. Da ich nicht überall bei Facebook und sozialen Medien unterwegs sein kann und echt mir manchmal dann die Zeit verfehlt, der schickt mir dann schon mal was. Gestern tauchte die Frage auf, soll ich meinen Hund bei Hitze mit der Gießkanne wässern? Hier passen 13 Liter rein. Oder lieber die Kühlweste. Und ich weiß nicht, wie viele Telefonate, Mails, WhatsApp und was weiß ich nicht alles ich schon beantwortet habe, wegen dieser fucking Coolweste, Kühlweste. Fangen wir mal damit an. Ich denke, dass zu Irritationen führt, ist das Wort Kühlweste. Mir fällt auch wirklich gar nichts Besseres ein, weil aus dem Englischen kommt diese Weste, so ein US-amerikanischer Hersteller, und das Ding heißt eigentlich Cooling Vest. Also Kühlweste, oder eigentlich ist es ein Hitzeschutz. Ich versuche es nochmal zu erklären. Meine Hunde, die Ayla, gerade Ayla, mit 8 Jahren, hat momentan oder bei diesen Temperaturen, die wir haben, extreme Probleme mit Hitze. Das ist ab 24 Grad, ab 20 Grad fängt es an, und bei 28 Grad, 29 Grad brauchst du gar nicht mit herausgehen. Will ich eigentlich auch nicht. Wir gehen morgens sehr früh, in frühen Morgenstunden und in den Abendstunden, und mittags, so war mein Gedanke, wir haben einen großen Garten mit Teich, da können sie pinkeln. Machen sie aber nicht. Die Ayla pinkelt wirklich nur zur absoluten Not da drin, und um 2 Uhr kommt sie wirklich und stupst mich an, und dann weiß ich, Madame möchte raus. Und wenn es einfach nur 10 Minuten sind und wenn du dann aufs Thermometer guckst, dann steht da irgendwie 26, 27 Grad. Und dann kriegen meine Mädels, kriegen diese Kühlweste, Hitzeschutz, wie auch immer du das Ding jetzt nennen willst. Und da möchte ich eigentlich nochmal drauf eingehen. Das Ding ist super leicht. Ich kriege Kommentare darunter, entsteht Hitzestau. Leute, die Weste wird angezogen, wenn wir spazieren gehen. Nicht, wenn der Hund aus dem Backofen kommt. Oder wenn wir schon stundenlang unterwegs waren. Oder kurz vor dem Hitzetod steht. Ja? Es geht darum, dass ich meinem Hund, der Hitze nicht abkann, der Probleme bei Hitze bekommt, der unwahrscheinlich anfängt zu hecheln, wo du merkst, das Atmen fällt meinem Hund schwer, dass ich ihn erleichtere. Und ihr wisst es, also Leute, mit denen ich spreche, ihr wisst wirklich, dass die Produkte in meinem Shop, da stehe ich wirklich komplett hinter, weil wir sie immer wieder selber getestet haben und sie auch selber einsetzen. Und das ist bei dieser Kühlweste so. Wir haben auch so diese Kühlmatten und so ein Scheiß alles und Halsbänder, das haben wir alles probiert. Ehrlich. Aber auch, und ich frage sowas auch immer bei Tierärzten ab, wenn wir sowas haben. Wie denkst du darüber? Ne? Fragst du einen Tierarzt, kriegst du 2 Antworten. Aber wenn man diese Halsbänder, die es da gibt, um den Hals legt, da waren sich alle einig, lass es sein, der Hund kriegt irgendwann Halsschmerzen. Diese Kühlmatten bringen ja nichts, wenn du mit dem Hund spazieren gehst. Ne? Du willst den Hund ja nicht auf der Matte hinter dir herziehen. Aber viele denken zu Hause oder im Auto, meine Hunde legen sich da überhaupt nicht drauf. Und sie würden sich mit ihren Weichteilen da drauf legen, Blase und so weiter. Und an die Mädels gerichtet, ihr wisst jetzt selber, bei dem Wetter, Bikini, Badeanzug, ihr kommt aus dem Pool, aus dem Meer, es ist windig, setzt euch irgendwo hin, klitschnass mit diesem Ding an, am nächsten Tag kann euer Mann euch den Blasentee bringen. Ne? Blasenentzündung. Nichts anderes ist das, wenn wir diesen Hund auf diese Matten quälen, da entsteht eine chemische Reaktion drin, da ist ein Granulat drin, was sich mit Wasser vollsaugt, und das gibt wirklich Kühle ab. Das heißt,
selbst wenn wir, ich sag mal, 20 Grad warmes Wasser drauf tun, wird das Wasser, wird die Matte runtergekühlt. Oder das Wasser wird, die Matte wird runtergekühlt. Das haben wir hier nicht. Also, Kühlweste. Wirklich hauchdünn, also hauchdünn ist übertrieben. Also sie ist dünn, sie ist ultra leicht. Du kannst durchblasen, ich weiß nicht, ob es jemand jetzt gesehen hat, dass mir die Brille dabei beschlagen ist. So, also, das ist erstmal ein reflektierendes Material. Wer letztes Jahr in Fulda uns gesehen hat, da hatten wir sie auf der Ausstellung, hatten wir sie auch das erste Mal präsentiert und gezeigt. Und es war wirklich ein heißes Wochenende. Und die Leute, die die angepackt haben, haben gedacht, die ist kühl. Obwohl die Sonne mit 27 Grad die ganze Zeit da drauf schien, fühlte sich diese Weste, sie hat sich nicht aufgeheizt, sie fühlte sich schon mal kühl an. Ja? Kühl, also Empfinden, das menschliche Empfinden. Es fühlte sich kühler an als die Außentemperatur. So, diese Weste kriegen dann meine Hunde um, wenn wir spazieren gehen. Also, die Tür vom Hobi-Mobil geht aus und dann packe ich meinen Hunden diese Weste drüber. In der Regel mache ich es so, ich wässere die zu Hause, diese Weste, weil wir fahren mit dem Auto dann irgendwo, wo auch Schatten ist, aber die Außentemperatur ist ja nun mal da. Fahren dann irgendwo hin, wo Schatten ist und habe die vorher gewässert und ausgewogen. Das heißt, sie ist feucht. Feucht, nicht nass, feucht. Ja? Und das Ding funktioniert folgendermaßen, und zwar durch Verdunstung. Das heißt, die Sonne trifft hier drauf, auf die nasse, feuchte Decke, und das Wasser verdunstet. Dadurch heizt der Hund, der sich da drunter befindet, nicht auf. Ja? Also nicht so auf. Der kühlt jetzt nicht auf 19 Grad runter, der Hund. Ne? Der pinkelt auch nicht gleich Eiswürfel. Aber wenn du unter die Weste fasst nach einer Zeit, fühlt es sich dort für uns Menschen, Empfinden, kühl an. Ja? Und irgendwann ist das Wasser verdunstet und dann geht man einfach hin. Haben wir bis jetzt nicht gehabt, weil wir wirklich immer dann nur kurze Spaziergänge machen. Aber wenn du zum Beispiel wandern gehst oder du bist im Urlaub draußen und der Hund muss auch draußen sein, bin ich jetzt kein Freund von, weil wenn wir Urlaub machen und ja, wir machen jetzt auch nicht im Sommer Urlaub, aber dann gucke ich, dass mein Hund immer schattige Plätze bekommt oder auch kühle Plätze. Aber dann haben wir immer Wasser dabei. Das sind circa 0, das ist mein Teebecher, 0,4 Liter Wasser. Und der ist dann auch schon warm. Ne? Also das Wasser ist jetzt nicht kristallklar und da sind auch keine Eiswürfel dran. Und damit bewässere ich dann diese Weste nach und dann kann man weiter spazieren gehen. Ja? So funktioniert die Kühlweste. Also der Hund wird nicht runtergekühlt. Da sind auch keine 3 Sterne drauf. Also bitte nicht verstehen. Denkt es als Hitzeschutz und es funktioniert. Es erleichtert wirklich die Spaziergänge mit eurem Hund. Und gerade wenn wir ältere Hunde haben, die Probleme bekommen, es funktioniert wirklich. Noch besser ist, da verdiene ich zwar nichts dran, aber das ist mir auch wirklich egal, bei der großen Hitze erst überhaupt nicht rausgehen. Aber es gibt eben Situationen, da muss es sein, jeder hat andere persönliche Situationen. Andere nehmen ihren Hund mit ins Büro und müssen dann in der Mittagspause vielleicht mal eben mit dem rausgehen. Es gibt die unterschiedlichsten Konstellationen. Deswegen bitte nicht immer alles verteufeln, nicht immer alles verteufeln und nicht immer jeden verteufeln, der irgendwas schreibt. Ja? So. Den Hund bei Hitze mit 13 Liter Wasser nass machen, halte ich jetzt nicht so viel von, weil wenn ich meinen Hund damit komme und ihn nass mache, rennt er weg. Und was ist dann passiert? Mein Hund hat gespeichert, Gießkanne ist scheiße und ist weg. Genauso wie es Leute gibt, die ihren Hund mit dem Wasserhahn oder mit dem Wasserschlauch nass machen im Garten. Wahrscheinlich noch mit Quellwasser oder Brunnenwasser, was dann wirklich kühl ist. Ne? Also Leitungswasser ist nicht kühl mehr bei diesen Temperaturen. Brunnenwasser schon.
Das findet der auch scheiße, wenn dieser Wasserstrahl auf den Hund trifft. Findet der Hund scheiße und was lernt er daraus? Wasserschläuche sind scheiße. Also lass es. Wir haben hier einen Teich. Wenn mein Hund wirklich warm ist und die sind draußen, dann gehen die schon mal rein und kühlen sich ab. Und dann wirklich, dann senken die sich nur leicht ab bis zum Bauch und dann kommen die wieder raus und dann legen die sich auf den Rasen. Das ist, so kühlt der Hund sich ab. Oder einer, die legt sich wirklich ganz rein, einmal bis hier Unterkante, lässt sich einmal komplett nass machen und geht dann wirklich raus, legt sich auf den Rasen, teilweise dann auch wirklich in die Sonne rein. Sonne ist ja auch nicht so verkehrt für den Hund, ne? Vitamin B oder D, das werden andere besser wissen als ich. Also bitte nicht immer alles verfluchen, jeden verfluchen. Ich wünsche euch, kommt gut durch den Sommer. Und bei Fragen, wie immer, ihr könnt immer anrufen oder eine Mail schreiben. In diesem Sinne, macht's gut. Tschö!